Babenhausen-Reitbahnstraße gestern Abend. Spurensuche am Tatort. Hier soll der 54-jährige Sultan U auf seine 4 Jahre jüngere Frau und ihre 2 Schwestern eingestochen haben. Nachbar Alexander Ewart ist zu Hause, als der Streit eskaliert. Wir haben gestern Nachmittag auf der Terrasse mitgekriegt, dass Geschrei aus dem Nachbarhaus kam, Hilferufe und alles. Und dann haben wir natürlich sofort Polizei angerufen, weil wir wussten, da ist öfters mal ein Problem da drüben. Es ist erschreckend, wenn man das dann mitkriegt, dass sowas dann in der direkten Nachbarschaft ist. Und dann denkt man, oh, Vorsicht walten lassen. Der Streit eskaliert in der Wohnung. Sultan U sticht eine Frau nieder. Die beiden anderen werden schwer verletzt, können aber fliehen und rennen auf die Straße. Der mutmaßliche Täter folgt ihnen. Als ein Passant ihn bemerkt, lässt er von den Frauen ab. In der Nähe des Bahnhofs wird er kurz darauf festgenommen. Eigentlich ist es erschreckend, weil ich habe öfters mit dem Tatverdächtigen im Garten Kontakt gehabt. Man hat ein paar Worte gewechselt, man wohnt ja direkt daneben. Und hat eigentlich so einen normalen Eindruck gemacht, aber man hat halt erfahren, dass er mehr so das Patriarchalische darstellt. Er ist der Chef im Ring und nur was er sagt, zählt. Warum hat der mutmaßliche Täter das Messer gezückt und zugestochen? In dem Haus kracht es öfters, sagt Nachbar Ewart. Erst kürzlich rückte die Polizei bei den Nachbarn an. War vor 3-4 Monaten mal eine Schlägerei mit mehreren Erwachsenen im Garten, wo dann auch anscheinend der Tatverdächtige mit involviert war. Und da haben wir dann auch die Polizei gerufen. Und so war es diesmal halt auch. Warum der Streit diesmal so blutig eskalierte, ist noch unklar. Es gab wohl Pläne, das Haus zu verkaufen. Wäre dabei jemand zu kurz gekommen? Gerüchte, wonach das Paar sich trennen wollte, konnte vor Ort niemand bestätigen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat gegen den Beschuldigten den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls wegen des Verdachts des versuchten Totschlags beantragt. Nachbar Alexander Ewart hofft nun, dass endlich Ruhe ins Nachbarhaus einkehrt. Es wäre mal an der Zeit, dass er vielleicht mal jetzt einen Denkzettel kriegt. Meine Körperverletzung mit einem Messer verwundet ist keine Kleinigkeit, also da gehört jetzt mal bestraft. Die 50-jährige Frau des mutmaßlichen Täters schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Ihre Schwestern im Alter von 46 und 48 wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Ermittlungen, wie es zu der Bluttat kam, dauern an.